Hallo zusammen, wir grüßen euch zu unserem ersten YouTube-Video zum Zugspitzresort in Ehrwald. Nach einer etwa 8-stündigen Anreise konnten wir die deutsch-österreichische Grenze passieren. Wir hatten keinen Stau auf der Strecke, die Strecke war doch recht frei und für die Kinder ging es dann abenteuerlich los, indem wir mehrere Tunnel durchquert haben. Die letzten 3 Kilometer geht es doch recht steil bergauf, aber das macht überhaupt nichts, denn man wird von diesem Panorama empfangen. Das Zugspitzresort liegt an der Talstation zur Bergbahn und wurde 2019 neu erbaut bzw. erweitert. Für den Check-in stehen großflächige Parkplätze zur Verfügung und nachdem ihr in der Rezeption eingecheckt habt, bekommt ihr eure Chipkarte und könnt dann durch die Schranke fahren und bequem euren Platz suchen. Hier seht ihr den Hintereingang zur Rezeption und noch einmal eine kurze Aufnahme, wie der Check-in und die Rezeption ausschaut. In der Rezeption könnt ihr beispielsweise auch neue Gasflaschen bestellen, die euch dann direkt zum Platz geliefert werden. Wir haben einen Deluxe-Stellplatz mit einer Multisäule gebucht. Die Abrechnung des Stroms erfolgt nach Verbrauch. Auf dem Platzplan seht ihr die Lage unseres Stellplatzes. Hinter dem Badehaus wird der Stellplatz um weitere Deluxe-Stellplätze erweitert. Und Waschbecken sind im Badehaus frei zugänglich. Für alles andere müsst ihr eure Karte mitnehmen. Wir haben jetzt hier den unteren Teil des Badehauses gefilmt. Auf der rechten Seite ist auch die Chemieentleerung. Wenn ihr reingeht links, müsst ihr nochmal mit eurer Karte die Tür aufsperren. Dann seht ihr direkt rechts auf der Seite eine Aufbewahrung für Skischuhe. Dann findet ihr links eine kleine Küche mit 4 Spülplätzen und 2 Spülmaschinen. Etwas weiter eine Aufenthaltsmöglichkeit. Und auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr dann Trockner und Waschmaschine. Die Waschmaschine kostet 3,50 Euro pro Ladung, der Trockner ist kostenfrei. Waschmarken bekommt ihr im Shop neben der Rezeption. Hier unten gibt es nur 4 Bäder, im oberen Bereich gibt es mehrere Bäder. Immer mit Möglichkeit, eure Handtücher dort im Flur zu trocknen. Auf dem Weg zum Schwimmbad findet ihr noch den Camping-Butler-Bereich. Auch dort gibt es nochmal 2 Spülmaschinen, verschiedene Waschbecken, Trockner und Waschmaschine. Die Nutzung des Camping-Butlers selbst kostet 2 Euro. In diesem Bereich, wo er steht, findet ihr außerdem noch eine Hundedusche, um dort auch die Hunde entsprechend pflegen zu können. Auf dem Weg zu den Wasserwelten befindet sich außen rechts ein großer Trockenraum und wenn ihr hier reinkommt, auf der linken Seite direkt ein etwas kleinerer Raum. Mit eurer Karte könnt ihr ein beliebiges Badezimmer auswählen. Teilweise sind die Badezimmer sogar mit einer Badewanne ausgestattet. Hier seht ihr den Außenpol der Aktivwelt. Die Nutzung der Vitalwelt ist erst ab 16 Jahren möglich. Das Highlight für uns ist aber definitiv die Kinderwelt mit Kleinkinderpool und Pool für die etwas größeren mit diversen Rutschen. Eltern haben verschiedene Möglichkeiten, sich aufzuhalten und haben die Kinder immer bestens im Blick. Nach dem Planschen oder bei schlechtem Wetter steht den Kindern eine Kletterwelt zur Verfügung. Diese geht über 2 Etagen.
Auch das Autofahren kann von den Kleinsten auf der Indoor-Kartbahn bereits geübt werden. Chips dafür gibt's im Kids Club. Der Kids Club wurde von unseren Kindern super gerne besucht. Dort wechselt täglich das Angebot an tollen Spielen, Basteleien oder auch mal ein toller Kinoabend. Kinder ab 3 können an dem abwechslungsreichen Angebot teilnehmen. Auf dem Außenspielplatz befindet sich nochmal eine tolle Abenteuerwelt mit Trampolinen, Klettergerüsten und einer Außenkartbahn. Im Sommer befindet sich auf der Außenanlage sogar ein Schwimmteich. Und wem das Wandern und Skifahren nicht ausreicht, der kann sogar hier vor Ort ins Fitnessstudio gehen. Und nach einem schönen Tag lädt die Bar zum Verweilen ein. Der Service im Restaurant ist absolut genial. Sogar auf die Kleinsten wird hier Acht gegeben. Abschließend lässt sich für uns sagen, dass das einer der besten Campingplätze ist, auf dem wir bisher waren. Wir werden mit Sicherheit nochmal wiederkommen, wenn alles in Schnee gehüllt ist oder auf der Alm die Kühe und die Pferde laufen.